Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Salem Together. Mit dabei sind der Dexter, Hallo. Der Garg, Moin Moin, der Stielau, Hallo. Und als Ersatz für den Toni, der Heke. Hallo. Guten Tag, ich bin Towns. Ja, aber Garg, Toni ist raus und du bist jetzt da und du warst davor nicht online. Für Toni braucht man keinen Ersatz. Außerdem hat das auch der Unicorn. Der Unicorn hat auch festgehalten, dass ihr beide euch quasi um den letzten Platz streitet und so. Nicht auf Toss. Naja, eigentlich fand das immer ich und Heke. So. Ja gut, bei der neuen Bahn von Golf with Your Friends, da haben die beide schon den letzten Platz unter sich ausgemacht. Ja, da. Die Map habe ich noch nicht gespielt. So. Jimmy Neutron, Timmy Turner, die sind zu aktiv, das will ich eigentlich. 20 nicht. War eine gute Map. He-Man. Vermutlich das nächste, was für Kieran gesperrt wird, werden den Köpfen der toten Babys. Warum? Bei roten YouTube-Richtlinien, weißt ja. Ach so, ja, stimmt. Alles rausschneiden. Aber wenn die das Video jetzt aus sexistischen Gründen hätten gesperrt, hätten sie deine gesamten Cards in Games Humanity Folgen sperren müssen. Dann hätten sie alle Folgen sperren müssen, die ich jemals hochgeladen habe. Ach, ich bin tot. Diese scheiß emanzische Mafia, so, sperrt das auch, YouTube. Verdammt, ja, mag kein Helsinki. Ja, hat einer reingeschrieben, wir machen Town-Theme. Dachte ich, okay, nimmst du eine Stadt? Ich war der einzige Idiot, der einen Stadtnamen hat. Und der Erste, der gestorben ist. Natürlich. Ich hab jetzt überlegt, New York zu nehmen, aber das wäre so ein ganz klares Anschlagsziel, habe ich gelassen. Dann nehmen wir lieber die Finnen. Eben, dann nehme ich Helsinki, dachte mir, die sind neutral, sind nette Leute, die saunieren. Ja. So viel dazu. Dr. Down ist richtig mies. Vielleicht hat der Gottvater oder der Mafioso schlechte Erfahrungen mit dem Finnen. Das ist auch was ich in letzter Zeit sehr häufig sehe. Die kopieren immer den ganzen Text, den die da haben, raus. Warum? Mit ein bisschen glaubwürdiger zu machen oder sowas. Ja, aber auch bei Investigatern, das ist so langweilig, so dumm. Warum? Das ist, finde ich, immer gut, wenn es heißt, er ist suspicious. Medium, please tell me your name. Then I was framed. Oh, der geht aber hart ran, der Harbinger. But Jailer, feel free to execute me tonight. Hat er nicht Survivor geclaimed? Wow, das war knapp. Mit den Votes. Da kamen noch ganz schön Votes dazu in den letzten Sekunden. Ist kein Star. Okay, kein Medium. So viel dazu. Ja, der hat echt Survivor geclaimed. Ist das vielleicht ein neuer Move? Survivor Claim als Bösewicht und dann zu hoffen, dass... Das macht aber keinen Sinn. Nee. Weil halt Survivor eigentlich ein easy kill ist für die Town. Deswegen ist das verwirrend. Übrigens sehr interessant, dass du aufgepasst hast, dass das Whisper in der Nacht da war. In der letzten Runde meine ich jetzt. Ich? Ja. Ja. Weil das war ja in der Nacht. Das heißt, das konnte im Prinzip keiner vorher gelesen haben. Klingt das mir schon, dass direkt ein Rätsel da ist, sonst macht das ja eigentlich keiner. Mayor down. Und wir mal Werwolf spielen. Ach, der heißt Rune hier. Oh. Warum exekutiert der nicht? Wieso hat er nicht exekutiert? Weil Harbinger ja nicht Pure Mafia ist. Der eine sagt, der ist Mafia. Na gut, aber es kann Exe geben. Ja, aber er hat ja Survivor geclaimt. Damit kann er eigentlich kein Townie sein.
Ich meine, er hat Survivor geclaimed, dann ist es noch ein easy execute. Vor allen Dingen, warum nimmst du einen Survivor-Claim in der zweiten Nacht mit, wo Werwolf-Nacht ist? Wo es keinen Daus-Claim gab oder Escape Hill Nacht 1. Habt ihr eigentlich die sensationelle Reaktion vom Chaco gesehen? Ich fand die so gut. Was? Wo er Blackmailer war. Bei dem Kopf des Feindes letzte Woche. Ach, wo er fragte, wieso kann ich das Whisper lesen? Das war so gut. Er war so perplex. Ich konnte nicht mehr. Das war so grandios. Fällt nur noch, dass er das die Stadt hätte gefragt. Er hat ja immer so angesetzt, aber hat es dann im Mafia-Tilt geschrieben. Dann wurde er auch gekillt vom Vigilante. Das hat er nur so als Bonus noch davor geschnitten. Ich fand's sehr gut. Da hat Harbringer recht. Wenn er selbst Survivor ist, kann der andere kein Executioner sein. Und er wieder drunter gewählt. Was ist denn das da? Na gut, das war Gleichstand. Er wurde ja nicht direkt ganz runtergewählt. Ja, aber er wurde halt... Wrong button. Null. Aber das verstehe ich halt nicht. Und noch eine Runde. Das war ja in der letzten Runde auch bei dem offensichtlichen Jester. Warum willst du da Innocent? Wenn jemand dumm genug ist, Guilty zu wählen, dann ist er halt tot. Fertig. Ja. Ich meine, hochwählen kannst du ihn ja. Ist ja dann eine böse Rolle, die los ist. Wäre jetzt lustig, wenn er Jester wäre und einfach nur Glück hatte. Dafür, dass der WW den Jailer erwischt hat. Ja, aber ich finde das, je nachdem, wie er davor, also wenn er echt nicht Jester ist, dann verstehe ich sein Gameplay nicht. Egal ob er Town, Mafia, Werwolf, Survivor ist. Ich verstehe es nie. Als Jester verstehe ich's. Jetzt ist das sein, deswegen. Auch geil. Rune, I hate town, Inno. Er war nicht Jester. Was dann? Wenn ich wirklich Survivor, wäre es richtig witzig. Es scheint so. Und Jimmy Neutron, der Jailer, meint, gotcha. Was für ein Idioten-Jailer. Verstehe ich nicht. Das Gameplay, das verstehe ich echt nicht, die Taktik. Das war jetzt für den Arsch. Ich meine, zu sagen, dass man Survivor ist, schön und gut. Aber das ist... Der Jailer, glaube ich, hat bis eben noch geglaubt, dass Harbinger Werwolf war. It was a bit too obvious. Survivor never talks that much. And Werwolf would claim Survivor. Also, ich verstehe diesen Jailer nicht. Oh, Rune ist tot. Vigilante erschossen, weil der Inno gewartet hat. Ja, verdient. Naja, na dran. Ein Vigilante-Claim hat ihn gekillt. Da haben wir ihn weggeschickt. Wir haben ihn weggemobbt, den Jimmy Neutron. Ah, er war selbst Vigilante. Sein Glück offensichtlich. Er hat ja auch kein seriöses Spiel von ihm erwarten können. Ich meine, er hatte ja nicht mal einen Willen. Ja gut, als Vigilante brauchst du aber in dem Sinne auch eigentlich keinen. Höchstens sein Name wäre ganz gut, aber... Ja, falls es halt einen Disguiser gibt. Ja, aber wir spielen hier Ranked Practice. Was erwartest du?
Ja, mal schauen. Arosa wird gewählt. Eine Vote fehlt. Eigentlich müssten die Leute reichen, die leben, oder? Sei denn, Annie ist Muff. Und Neutral Evil ist halt auch böse. Ja, gut. Schächte ohne für die Tauben. Bitte nicht anstecken, Hekel. Genau, ich steck dich über das TS an. Na, man weiß nie, so Viren. Soll's ja auch auf dem Computer geben können. Nein, im nächsten Host liegt ganz sicher dein Antivirenprogramm an. So, ich bin tot. Bestimmt Timmy Turner tot, wa? Nein, ja, ich weiß nicht, aber ich bin tot. Arosa auch. Oh. Drei Leute? Ja, gut, Werwolf, aber... ne? Ach ja. Könnte halt sein, dass jetzt hier irgendwie das Geyser oder Forger down ist. Und deswegen gab es vielleicht auch keinen Willen bei Michelanti. Delva Escort. Ja, Werwolf hilft der Mafia. Ganz sicher. Jo. Guter Plan. Oh, es war einer von uns, Arosa. Aber ja. Kein Bodyguard. Ich weiß. So, Stielau. Alles klar. Ja, komm. Ich will dazu jetzt nichts sagen. Der Godfather ist down. Hat den Godfather angegriffen und den Escort mitgenommen. Und gecleant. Wow. Interessant. Random Mafia ist also Janitor. Interessant. Versuchst du es halt einfach wirklich, Spielau? Was? Das, was du im Deadchat schreibst. Probier nichts, ich sag nur die Wahrheit. Ja, weil du niemals lügen würdest als Mafia. Ich sage immer die Wahrheit. Gute Frage hier von Sansa Stark. Es reicht sowieso nicht zu voten. Wenn es davor nicht gereicht hat, wird es jetzt auch nicht reichen. Weil sehr wahrscheinlich zwei Townies weg war. Weg sind. Und ich weiß, wer Werwolf ist. Kann jemand den Jailer wiederbeleben? Eine gute Idee. Der hat gelieft, der Jailer. Geht wahrscheinlich auch nicht mehr. Weil zumindest Random Town ist weg. Timmy Turner ist sehr intelligent, wie man gerade gesehen hat. Ich meine, das ist eine wahre Aussage. Aber ist irrelevant bei der Zusammensetzung, die wir jetzt noch haben. Ich bin jetzt bestimmt tot. Aber vielleicht nehme ich noch jemanden mit. Na, doch nicht. Keinen mitgenommen oder du bist nicht tot? Keinen mitgenommen, aber jetzt ist Random Town gegangen. Oh, yep. Random Town. Das heißt, du bist Protective, Bodyguard. Killing oder den. Du bist jetzt tot. Bodyguard, ja. Ich bin tot. Hättest du nicht sagen dürfen, wahrscheinlich bist du gecleant worden.
Nein, er wurde gecleant und hat gesagt. Like I said. Ach, goddammit. Aber es ist sowieso relativ irrelevant. Die Tonne hat das sowieso verloren. Wenn sie vorhin keine Votes hatte, konnten sie jetzt auch keine Votes mehr haben. Der Wolf könnte noch gewinnen. Unwahrscheinlich, glaube ich nicht. Warte, ich guck mal, ob er gewinnen kann. Möglich. Nichts passiert. Obwohl sie Duana outet, nicht schlecht. I said it because either Ray. Das ist trotzdem Ross noch Bullshit. Er wird niemals bei einem Godfather sagen, framed. Das macht halt wirklich gar keinen Sinn. Egal was er ist. Selbst als Invest macht das keinen Sinn. Also keine Ahnung, was der da gesehen haben will. Der Sheriff Invest Lookout. Keine Ahnung. Als Lookout könnte er wissen, dass er Mafia ist. Aber da macht der Satz halt, es war für einen Fremd keinen Sinn. Ja. Redest du gerade von den Antypen, der dort ist? Ich bin tot. Gleich doppelt. Du bist doppelt tot? Das heißt, ich wollte gerade sagen, das heißt, Mafia ist auch tot. Wenn du doppelt gekillt wurdest. Und ja, ich habe das geschrieben, aber auch nur also Absicht war das. Ja, dass ich geopfert für die Town. Was für eine Town? Also, der Mafia-Kollege hat sich für die Town geopfert, dass sie noch nicht so früh sterben. Ja, wie du halt gelogen hast, das war nicht nett von dir, Sheila. Oh, ich hab die ganze Zeit... Du hast gefragt, wie viel... Ihr habt nicht gefragt, wie viele leben, ich habe nur geantwortet, wie viele Mafia. Du hast gesagt, die 1 sei Werbung. Ich wollte dem Mafia... Ja. Ich wollte Mafioso gerade sagen. Das haben meine Kollegen alle gesagt. Er soll niemanden besuchen, weil wir die Majority haben. Arosa schrieb, 1 ist Werwolf. Ja, das hat irgendwer geschrieben bei uns mal. Ach so. Dann wäre es nochmal dumm. Warum sollten sie dann den Werwolf angreifen? Werwolf ja, deswegen habe ich mir gerade gedacht, was ist denn jetzt? Weil irgendjemand hat da geschrieben, öfters. Der ist Werwolf und dann greift der ihn an und dann dachte ich mir, okay. Aber jetzt ist sowieso egal, die Mafia hat gewonnen. Es sind noch 2 Mafia übrig, sie killt in der nächsten Nacht einen, dann wählt sie den Werwolf hoch. Falls sie den Werwolf nicht trifft. Ja, ihr wisst doch inzwischen den Werwolf, oder? Nein. Aha. Ach, hier geht's nicht an, Mafia. Also Country ist Mafia und wahrscheinlich Jacket, oder? Nee, Sausa Stark hat die dann verteidigt. Und ich glaube, Heke ist Country. Ja. Lebt denn noch einer von euch? Versucht es irgendwen hochzuvoten. Glaubt eigentlich nicht, oder? Ich glaube tatsächlich, dass 2 der Werwolf ist. Ja, ich hab gewonnen. Warte, so stopp. So. Ich war dumm. Ist ja Mafia. Das ist auch lustig. Aber was ist Bull denn dann? Das wäre so geil, wenn der jetzt Mafia ist. Ach, Jester, was für ein schlechter Claim. Das ist halt ein dummer Claim vom Werwolf. Probably not Jester. Ja, hundertprozentig nicht Jester. Es gibt ja noch 2 Mafia. Kann kein Jester sein. Gibt es Konzert noch 2 Mafias? Ja. Okay. Lebt es noch irgendjemand oder?
Wieso wählst du denn Innocent? Ist Sousa Stark echt der Mafioso? Hast du echt deinen Mafia-Member hochgewählt? Beke? Das hat mir den WW gezeigt. Der WW wird natürlich guilty voten. Auf jeden Fall. Ey, du hast mehr Glück als Verstand. Ich hätte nach hinten losgehen können, ey. Er hätte nach hinten losgehen müssen. Wenn Jack and Off einigermaßen ein Hirn gehabt hätte, hätte er geguiltied, weil er kein Jester sein konnte. Aber wahrscheinlich ist Jack and Off damit der letzte Tauni, der nichts mehr reißen kann. Deswegen sagt er sich scheiß drauf. Wie sollen sie sich so auseinander machen? Ja, eigentlich dann für eine Rolle. Ja, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was Timmy Turner war. Er hat Escort geklärt, wäre Random Town, geht aber nicht, weil der. Also ich weiß, wer Timmy Turner war. Dann Town Support nehmen, oder? Nee. Der Invest? Invest? Nein. Das ist was Investigatives gewesen, so. Oh Gott. War gesagt. Jacket hat auch Sheriff geclaimed. Am zweiten Tag, glaube ich schon. Ja, das ist aber so ein Schweigen gehabt, Theke. Also, wenn ich am Leben gewesen wäre, hättest du es verloren. Ja, für mich auch. Also ich dachte, weil ich hätte geguiltied. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, wieso wutest du gerade den Mafia-Kollegen hoch? So ein Lacker. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war von dir oder nicht. Ich glaube eher nicht, weil nachdem du realisiert hast, wie zwei hochgewählt wurde, hast du auf einmal so seltsam reagiert. Da kam ein kurzer Schreck bei dir auf. Ja, gesagt, oh, was mache ich da? Ist aber nett. Sehr nett. Ich meine, du hast recht, dass dadurch der Werwolf natürlich sich geoutet hat, weil er hat abstained. Er hat guilty gebotet. Nein, Bull hat guilty. Der Tauni hat geguiltied. Der Werwolf war aber auch dumm, dass er den anderen hochgewildet hat. Na gut, er hätte nicht wissen können, dass das. Obwohl er hätte wissen müssen, dass das kein Muff ist. Ja, sonst wäre er nicht hochgebotet worden normalerweise. Es war ein ziemlich großes Risiko, das gebe ich zu. Das hätte uns zerstören können. Ja, weil du als Bodyguard Godfather Aso hochkommst. Und dann denkt er natürlich, du bist Godfather. Und soll dir was sagen? So kam das rüber wie ein Exegester. Es ist halt offensichtlich, wenn jemand Bodyguard sein kann, muss er böse sein. Ja. Vor allen Dingen mit Dr. Tod Nacht 1. Guck mal, was Jacket probiert. It's Sansa Stark. Wow, bist du schlau. Ich habe genau die richtigen gefunden. Ne? Oh, jetzt tust du so, als wärst du. Also komm, übertreib's nicht, Heke. Ich meine, ich traue dir viel zu, aber das Risiko einzugehen. Nein, ich würde das Risiko niemals eingehen, das war komplett dumm. Ja, eben. Aber jetzt ist auch hinzustellen wie ein großer Move. Das mache ich jetzt zum Spaß, ich will wissen, ob es der WW mir abkauft. Hast ja schon einen runden Titel. Na gut, falls der WW einer von uns ist, dann kauft das mir nicht ab. Ist keiner von uns, sind ja alle tot. Stimmt. Wir sind alle tot, nur du warst noch übrig. Ja, ich bin noch am Leben übrigens. Ich weiß, dass ich gerade hart noobig war, aber ich habe zum Glück rumdrehen können. Du warst. Aber das Schöne ist, du haust ja gern mal solche Sachen raus. Damals mit dem Veteran, wo jemand bei dir im Jail Veteran klebt, mit dem Veteran Nacht 1 gestorben ist. Sensationell. Ich hab meine Momente, das gebe ich zu. Ja, er konnte doch Veteran sein. Das war so gut. Schönes Ding. Mafia easy gewonnen halt. Ich mal guck mal, was da für drei Towns gestorben sind in den ersten zwei Nächten. Ein Haaresbreite verloren. Schuld daran, Country. Ja, das Problem ist, dass der Werwolf es ja doch schwer hat. Wenn er davon ausgeht, dass zwei Mafias leben, hat er halt im Prinzip keine Chance, dass ein Mafioso hochgewählt wird. Also, ich verstehe den Werwolf, dass er hier abstained hat. Dass er nicht geguildet hat, weil er konnte nicht davon ausgehen, wenn er weiß, es sind zwei Mafias, dann wählt er auf keinen Fall ein Guilty, weil es konnte kein Mafia sein, der hochgewählt wird im Normalfall. Also ich verstehe hier den Jacket Off, dass er hier nichts gemacht hat. Ist ganz strange gewesen. Ganz, ganz seltsam. Ich hoffe jedoch, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Town of Salem. Bis dahin noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute. Ciao. Tschüss.